Ach, Glück auf, Leute, und willkommen zurück zu Skyrim, wo wir jetzt hier weitermachen. Weil ich habe ja beim letzten Mal einen tollen Schrei gefunden, der gar nicht so toll ist. War das ein Scheißschrei? Der funktioniert nur, wenn man alles um sich herum killen will. Dann ist der Schrei ganz schön nützlich, aber wenn man mit Freunden unterwegs ist, ist das nicht unbedingt sehr ratsam. Und den Drachen müssen wir auch nochmal bezwingen, fällt mir gerade ein. Komm runter, wenn du Ärger willst, Miststück. Oh, komm doch nicht runter, ich habe Schmerzen. Das. Wenn du Ärger willst, lass es drauf ankommen, Kollege. Jetzt voll drauf auf den Schädel. Ich brauche dann doch mal einen Heiltrank. Ich habe nämlich Angst, sonst zu sterben. Nee, ich brauche das doch nicht. Ich kann das mit Magie klären. Ich dachte, ich verrecke jetzt gleich, aber das hat dann schon aufgehört, an meinen Kräften zu zehren. Nee, du, also den Schrei, den erschummeln wir uns zum einen jetzt nicht nochmal und zum anderen werde ich den auch nicht nochmal benutzen, solange Freunde in der Nähe sind. Also das ist wirklich nur was, wenn man vom Feinden umstellt ist, vom Feinsten. Wo ist denn der Drache abgeblieben? Mit denen hätte ich ja schon noch das ein oder andere Hühnerlein zu rupfen. Da ist er. Ich weiß auch gerade gar nicht so genau, wo ich hier bin. Weil eigentlich wollte ich ja erst dahin. Holt euch den Drachenlümmel! Der kämpft gegen den Bären. Das ist ja lustig. Jetzt schnapp ich mir den Teddy. Los, los, los. Oh, wo ist er? Ah! Lassen Sie das. Sehe ich aus, als hätte ich dafür Zeit, du Lümmel. Überall Feinde. Der Drache könnte sich aber mal wieder ranschleichen, würde ich mal sagen. Weil eigentlich will ich den Drachen ja plätten. Du musst mehr in die Richtung kommen, Kollege. Ist das ein nervender Drache? Jetzt müssen wir dem Frostdrachen echt hinterher... Oh, das ist ein Frostdrache. Das letzte Mal war es aber ein normaler Drache. Oh. Gegen wen kämpft denn der überhaupt? Noch ein Bär. Überhaupt kein erwischt. Klappelbär. Ruhe, sage ich. Ruhe. Nicht gut. LOL. Okay, Leute, ich bin traurig. Wo kommt man jetzt raus? Wahrscheinlich wieder vor der komischen Hütte, ne? Menno, ich wollte nur... Hätte ich diesen blöden Spruch doch nie gefunden. Der Spruch, der hat alles kaputt gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so übelst reinhaut. Der hat alles zerstört, was wir uns hier erspielt hatten beim letzten Mal. Der miese kleine, dreckige Idiot. Wenn du Ärger willst, musst du herkommen, Kollege. Und er hat uns gesehen, hä? Er kümmert sich natürlich erstmal wieder um anderes Viehzeug. Du musst hierher kommen. Ich will dich plätten. Er kämpft da oben schon wieder gegen irgendwas. Hier musst du herkommen.
Ach, wisst ihr was, das ist mir jetzt zu blöd. Der Drache kann mich mal. Der Drache kann uns mal, habe ich beschlossen. Spinne! Jo! Spinne, aus! Keiner kann dich leiden. Siehst du, ich habe doch gesagt, ich kann keiner leiden. Aber hast du zugehört? Nö. Und jetzt bist du tot, hast du davon. Weiß jemand, wo ich bin? Ja doch, ich bin richtig. Hier oben waren die Wächter dann. Und hier kommt doch irgendwo der Meister Teddy. Wenn man so schön eine von Latz will. Wow! Oh, guten Tag, hast du mich doch entdeckt, ja? Jo! Heilung! Jetzt hat uns der Drache doch noch entdeckt. Mal sehen, ob wir den rauflocken können zu den Wächtern. Die helfen uns doch bestimmt gern. Ruhe, du Stück! Oh, shit. Tut was! Teddy, nein! Nein! Nein, sage ich! Jetzt aber schnell Lebensenergie, bevor der Drache wieder anrückt. Und ab dafür! Oh, der Drache legt sich schon mit den Wächtern an. Da müssten wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen, würde ich behaupten. Das Drachenblut ist da. Hilfe naht. Zack. Geht es euch gut, Wächtern? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Heiltrank schnell reindrücken hier, bevor ich weiter klopp. Oh, genau deshalb. Der haut ja richtig drauf. Es wäre hilfreich, wenn ihr rauskommen würdet. Dann könnten wir den Drachen gemeinsam töten. Immer schön draufhacken. Mit aller Kraft, die mir innewohnt. Boah, der haut rein. Hallo, Wächter. Ihr könnt mich nicht schlagen. So, zwei Pfeile hat er noch abbekommen. Wo ist er? Die Wächter sind so unnütz. Oh shit. Sterbt, elender Drache! Schreibt ihn nieder! Vernichtet den Drachen! Ich würde sagen, der Wächter ist hin. Verdammt, wo seid ihr hin? Gut wie tot. Der lebt noch? War der das, der jetzt ge. Drache? Ist er weg? Nee, der kommt zurück! Oder auch nicht. Oder doch. Ihr sterbt noch heute. Streckt ihn nieder. Nicht für den Drachen. Dafür müsste der Drache mal ein bisschen hier in meine Nähe kommen. Ihr werdet ihn nicht erwischen. Wo ist denn der Lümmel schon wieder? Der muss hier hochkommen. Das ist alle Zeitverschwendung. Ich will wieder an den Punkt kommen, wo ich beim letzten Mal kläglich versagt habe. Ich werde euch umbringen. Ah, das bringt nichts. Kommt her, Drache. Komm und zeig deine Visage. Der Wächter, der hat echt überlebt. Der kämpft jetzt da unten weiter. Der ist ja knüppelhart. Der ist einfach mal 300 Meter tief gefallen und lebt.
Boah, ja, kritischer Schlag gegen Drachen, so gefällt mir das. Kommt schon, Drache. Der ist gleich alle. Und das war's. Schießkunst verbessert auf 62. Oh, wer liegt denn hier rum? Ein Skelett mit Gold. Ein Knochengolder. So, ihr Wächter. Wandelt allzeit im Licht. Oder wir werden euch hineinziehen. Ist gut, ist gut. Ich wandel, wo immer ich will. Meine. So wird Zeit, dass wir uns die Drachenknochen holen, würde ich mal behaupten. Bevor der Drache wieder aufsteht, ne? Ich muss hier, ich muss meinen Job tun. Oh, shit. Hier geht's abwärts. Es geht abwärts mit mir. Oh, da hat's die Wächter doch noch erwischt. Gold. Zaubertrank, kleine Heilung. Na gut, das Zeug kann man verkaufen. Ansonsten... Wo hatten wir denn den Drachen niedergemacht? Oder war das weiter unten, wo wir den Drachen erlegt haben? Ich weiß es gerade offen gesagt nicht genau. Das war doch nirgendwo hier. Ich hoffe, der ist nicht weg. Ich will ja schon meine Belohnung haben für den Erlegten, ne? Tote Frostspinne, Wasser. Müssen uns mal irgendwo einen Punkt suchen, wo wir ein bisschen Überblick haben. Irgendwie ist der Drache weg. Was ich gar nicht verstehen kann, der müsste doch eigentlich hier noch rumliegen. Waren wir nicht schnell genug? Ist der wieder abgehauen oder wie? Mein Name ist Peter und ich suche einen toten Drachen. Weiß da einer was? Aber die verschwinden doch auch nicht einfach, oder? Da unten! Boah, war der echt so weit weg? Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. So. Danke für deine Seele. Und für alles andere sowieso. Ja, gibst du es jetzt her oder nicht? Sehr schön. Können wir ja jetzt eigentlich von hier weitermachen. Ständers Stern, oh. Bei den Drachenhort da hinten, den lassen wir erstmal Drachenhort sein. Würde ich behaupten. Und stattdessen gucken wir mal, wo hier noch die Bären waren, die wir beim letzten Mal geplättet hatten. Oder hatten wir die gar nicht geplättet? Das war irgendwie... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren hier noch Bären in der Nähe, meine ich, mich erinnern zu können. Hä? Ah, da ist er ja schon! Jo! Geh weg! Boah, ja, klasse! Jetzt ist aber mal gut hier, Mensch. Zaubertränke her. So, jetzt ist Ruhe. Ich werde euch in zwei reißen. Manometer. Beno, du trittst aber auch ganz schön spät auf den Plan, wenn ich das mal sagen darf. Ja, jetzt sind wir so herrlich nah an dem Drachenhort dran. Oh, ich kann nicht widerstehen, Leute. Da müssen wir hin. Wir holen uns jetzt erstmal die Drachengeheimnisse. Zack. Ein bisschen Heilung, das muss sein.
Ein Schmetterfly. Oder ein Butterling, je nachdem. Das klingt schon wieder äußerst vertrauenerweckend. Mit wem prügelt ihr euch? Ihr seid zu zweit. Boah. Also irgendwie dein Kumpel hatte nicht so viel drauf, wenn ich das mal sagen darf. Den habe ich weggeklöppelt. Wozu die Eile? Weil ich, wie gesagt, eigentlich wieder an die Stelle kommen möchte, wo wir beim letzten Mal waren, Beno. Ich habe mal daran gedacht. Lol. So geht man mit dem Hirsch um. Wie komme ich denn hier jetzt hoch? Da habe ich mir ja wieder was angetan. Hä? Oh, das sieht richtig aus. Treppenstufen sind immer gut. Außer wenn man ein Problem hat beim Treppensteigen, dann sind die gar nicht so gut. Da wäre ein Aufzug besser, aber ich glaube, die gibt es noch nicht. Ein hübsches, fernes Land. Werden wir alles bestimmt auch noch erkunden. Es gibt noch so viel, dass ich sehe... Oh, oh. Holen. Meins? Boah, zieht's euch rein. Wollt mich das Ding eiskalt kaputt machen. Eine verbrannte Leiche. Aussichtspunkt der abgeschnitten. Noch ein Drache. Beno, bist du da? Weil ich wäre hier sonst ganz allein grad. Jo! Wieder ein Frostdrache auch noch. Beno ist da, das ist gut. Boah, immer auf mich, weißt du, immer auf den Peter. Wenn du was willst, musst du runterkommen. Stirb, elender Drache! Mistbratze, komm gefälligst runter! Ich werde euch in Stücke reißen. Also mein Bogen ist bereit, ne? Jo! Ich werde euch in zwei reißen. So, erstmal noch ein bisschen heilen. Euer Kopf gehört mir. Zack. Was? Ich hab doch noch gar nicht. Wer kann doch nicht einfach sowas machen? Boah, wer weiß, wo ich jetzt wieder rauskomme, ne? Das wäre jetzt richtig kacke, wenn ich jetzt wieder vor meiner Haustür stehe, weil dann hätten wir ja das ganze Video total verschwendet. Ah, nee, ist gar nicht mal so schlimm. Wir sind direkt hier beim Drachen. Da hätte es ja noch schlimmer kommen können, offen gesagt. Da hätte es noch viel schlimmer kommen können. Gut zu wissen, dass da oben Drachen haust. Da gehen wir jetzt doch lieber erstmal wieder da lang. Och, Menno. Ist schon nicht so einfach als Drachenblut. Ist schon nicht so einfach. Na, den Drachenhort werden wir uns schon auch noch vornehmen. Aber auf den Frostdrachen habe ich jetzt aktuell gerade erstmal keine Lust. Ich will jetzt lieber wieder hier hoch, damit wir dann beim nächsten Mal hier weitermachen können. Und diese Ruine durchstöbern können mit dem komischen Kerl von der... Jo! Nordarmee. Ich hab voll nicht... Doch, ich hab getroffen. Oh nein! Zack! Ah, ich krieg eine Drachenseele. Ah! Danke für die Seele und so kriege ich hier was Hirschmäßiges. Großes Geweih, das ist schön. Oh, Beno! Ich bin zu beladen. Der ist gerade nicht in der Nähe. Da müssen wir uns allein hochschlängeln, bis der Beno da ist. Oder haben wir was zu futtern vielleicht? Dass ich ein bisschen Platz kriege? Hat noch nicht genügt. So ein Mist.
dann nehmen wir halt jetzt mal hier so einen Mana-Trank. So, und schon können wir nämlich wieder wenigstens ein Stück rennen. Wir müssen die Drachenknochen loskriegen. Die sind zu schwer für mich. Die soll der Benor schleppen. Aber das Problem ist halt, der Benor, der ist gerade nicht da. Der macht gerade Urlaub oder so. Gab es hier noch irgendwas, das ich will? Ach nee, hier gab es nur die Stollenleiche. Und dann sind wir hier nämlich auch schon wieder an der Schützburg. Das ist schön. Da würde ich sagen, nutze ich die Gelegenheit und wir machen hier erst einmal Schluss für heute. Und beim nächsten Mal klappt dann hoffentlich alles wieder nach Plan, denn in diesem Video habe ich ja mal wieder richtig schön viel Mist gebaut. Naja, danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und tschüsseli.